machen einfach. Nee, ich habe nur Friedenspakt gemacht. Kein Waffenstillstand. Achso. So. Pinguin. Wenn wir die Worte oft genug wiederholen, werden sie wahr. Was denn mit dem Schiff? Nee, Zeitung. Ich mach schon. Auch wenn ich es jedes Mal mache, aber ich sag's trotzdem jedes Mal. Wir wären dann soweit. Gleichgültigkeit ist das Karbunkel der Gesellschaft. Hä? Warum? Aus dem Nichts. Ach so, das war die Insel, glaube ich, oder? So, ich schicke dir alle Militärschiffe zurück. Alles klar. Na, David sagt produziert. Wir müssen halt unbedingt gucken, dass wir unsere Leute ein bisschen glücklicher kriegen. Ja. Im Krieg konnte ich die Goldproduktion jetzt hier oben nicht festigen. Stimmt, da müsste eigentlich mal eine Ladung angekommen sein. Die Formel ist... Tatsächlich. Wir produzieren Schmuck, aber das wird, glaube ich... Doch, wird sogar rübergeschifft. Interessant. Ja, die Routen hatten wir schon erstellt. Ja. Das heißt, die sollten eigentlich... Nee, Schmuck haben sie noch nicht. Ja, die laufen, Minen hier oben laufen ja auch noch nicht voll effizient. So. Darf ich jetzt hier mal ein bisschen was verschieben? Danke. Warum nicht gleich so? Wo packe ich das Ding jetzt mal hin? Ich glaube einfach dahin. Ach, shit. Hey. Gut, da packe ich es nicht hin. Da ist ein Aufstand. Da kann ich es nämlich nicht hinpacken. Wie schnell man seine Meinung doch ändern kann. So. Oh, da kann ich auch wieder nicht. Oh Mann, seid ihr nervig und anstrengend, ey. Schlimmer als eine Frau. Uff. Was? Gut. Ja, dann geben wir denen zumindest meistens, also zumindest etwas. Bank und Clubhaus erstmal. Kriegen wir halt auch ordentlich Geld durch. So, die neue Welt. Immer langsam mit den Jungen. Hört jetzt uns. Schwenkt die Fahne der Freiheit. Ui, Quarzsand. Nein, braucht man nicht. Das heißt, sowohl neue Welt als auch Kap gehören komplett uns. Ja. Ja, und den Piraten. Ja, gut. Das ist ja normal. So. Sie müssen nur noch zugreifen. Ist ja. Die Realität so knapp? Flotte ist eh schon am Weg zurück. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir ein paar Schiffe bei dir einfach mal stehen lassen. Für die Mission. Weil mit den Piraten halt Bündnis haben oder Handelsrechte ist halt unmenschlich gut. Ja, und dann lasse ich mal 4 Union-Schiffe bei mir. Der wird ja wohl reichen. Ich sehe, ja. Aber ja, ich bin. So, 40. Selbst mit 46 ist noch Handelsrechte unmöglich. Schlimm sowas. Handelsrechte, leicht erhöht. Oh gut, für 4000, okay. Das ist in Ordnung. Vielleicht gebe ich gleich. So. Die Chancen stehen zu uns. Einmal überall eingeschleimt. Du möchtest wohl ein Fleisch. Anarchisten. Ich glaube, wir haben Gold gerade bekommen. Ja. Wenn man so die Bilanz mal anguckt. So, dann seid doch jetzt mal ein bisschen zufriedener. Ach, stellt euch doch nicht so an.
Gut, was fehlt Sie verwenden dir denn? Sehr fragwürdige Methoden. Ja, gut. Kann ich aber leider nichts machen. Da war der eine, der nicht genügend Öl bekommen hat. Ja, ist halt überall an den Ecken, dass man so ein bisschen Öl nicht genug hat. Ja, egal. Sind ja trotzdem Investoren dann. Jo. So. Wenn sie meinen, weinerliche Kleinkinder zu sein. Das sind Investoren, also ja. Das gefällt mir nicht so wirklich. Ja, so habe ich weniger Platz verschwendet. Ah, passt sogar komplett. Das ist wunderschön. Shit, hier nur nicht mehr. Hast du ein Setup für Kakaoplantagen? Plus Zuckerrohr? Ja, hätte ich. Also mit Rector. Kann ich mal gucken. Ich würde aber prinzipiell sagen, ja. Also ist vielleicht nicht alles unbedingt das beste Setup, aber ich sag mal, besser habe ich es halt nicht hingekriegt. Also Zuckerrohr oder? Sowohl Zuckerrohr als auch. Machen wir es mal anders. Für Schokolade. Da. Wenn du da auf Season Pass gehst und dann kannst du Plantagen, neue Welt und da siehst du halt alle. Auch mögliche Item-Setups, die du reinmachen kannst und sowas. Die Seite, die ist richtig mächtig. Season Pass, Plantagen, neue Welt. So. Die Flammen wurden gelöscht. Kann ich so vielleicht hier? Naja, es geht auch nicht so wirklich. Schiff vom Stapel gelaufen. Weißt du was, Marek? Aus oder? Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ich kann die Setup sowohl mit als auch ohne Traktoren. Sehr richtig nice die Seite. Ja. Deswegen 28. Ja. Plantagen krieg ich. Du kriegst teilweise sehr viel darunter. Ja, aber ich brauche ja keine 28 Koro-Plantagen. Das wahrscheinlich nicht. Also bei den meisten Setups musst du halt immer so ein bisschen abwägen, brauchst du das gerade oder nicht. Sowas wie Rum würde ich halt auf Dauer eh nicht produzieren wollen. Mal drei weniger wäre ich. Ja, aber ich brauche Zuckerrohr für die Zuckerraffinerien für die Schokolade. Ja, also Zucker, man kann Schokolade später auch passiv produzieren. Über Kaffee. Raumeffizienz nur 36%. Das ist eins der höchsten. Also viel mehr geht halt teilweise nicht. Ohne Traktoren ist 37%. Jo. Gut, aber das halt ineffizienter in der Anzahl der Produktionsgüter. Ja, man könnte meinen, du wärst gar kein Royalist. Ach, irgendwie stört mich das Ding hier. Ich brauche das doppelte Setup vom Zuckerrohr, also doppelt so viele Kakaoplantagen mit Zuckerrohr für die Schoki-Fabrik. Werde ich eine Menge Schoki brauchen. Ja. So. Ich weiß nicht, ob so ein Setup überhaupt hier auf die Insel drauf passt. Das ist auch noch ein Problem. Das habe ich teilweise auch. Dass es halt an sich gar nicht da irgendwo reinpasst oder so. So.
Never ever kriege ich so viel hier auf die Insel drauf. Der macht nur ein halbes Setup, ist ja auch in Ordnung. Also du musst halt auch bedenken, die Setups sind halt darauf ausgelegt, dass du Items reinmachst, die die Felder auch weniger machen. Deswegen, so, also viele von den Sachen kann, also Kaffee wirst du wahrscheinlich auch nicht einfach Traktoren hinballern und dann auf ein Feld wirst du wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Es gibt aber Items, die halt die Menge an benötigten Feldern drastisch runterschrauben. So, seid ihr jetzt mal endlich ein bisschen zufrieden, ne? Nochmal Geld hoch. Wir sind bei 133.000 plus. Also ich könnte auch noch... Daneben werden Items angezeigt. Anzahl Module minus 10%, was? Minus 20%. Wir haben hier ja nur das. Produziert gelegentlich Paprika, Kartoffeln, Trauben. Ja, genau. Also du kannst halt da entweder suchen... Oder ich kann jetzt sonst auch den Link von dem Item Viewer raussuchen, wenn du willst. Wobei, das schaffe ich jetzt so auf der Schnelle gerade nicht. Ich kann ja hier drüber hovern. Ja, da gibt es halt sehr, sehr viele Items. Deswegen will ich halt auch gucken, dass wir die Weltausstellung fertig kriegen. Weil die hat das halt unter anderem auch. Ach, stimmt, wir haben keine. Also Glühfäden kriege ich hin, aber Kautschuk. Müsste ich die halt produzieren. Ja. Wie viel Kautschuk brauchst denn du? Lotto legt ab. 300 erstmal. Also später brauchen wir sowieso mehr. Weil wir für das letzte Teil halt, also für Dampfwagen brauchen wir auch noch Kautschuk. Was auch nochmal einen guten Geldboost gibt, was dementsprechend also nicht unbedingt schlecht wäre. Sag mir eine Anzahl an Produktionen, die du für Kautschuk brauchst. Ich guck kurz nach, wie viel wir aktuell brauchen und dann rechne ich in etwa hoch. Wir brauchen eine Dampfwagenmaschine. Das heißt, wir werden so insgesamt 5 wahrscheinlich brauchen. Heißt... 5 pro, also 10 pro Minute. Also 20 Kautschuk-Plantagen. Ne, 10 Kautschuk-Plantagen. So, mit dir wollte ich jetzt mal die Glühfäden holen. Hier. Ich hoffe ja, wir haben Glühfäden Plus. Das sieht aber nicht danach aus. Kannst Kautschuk an der dritten Insel holen. Und was ist deine dritte Insel? Die, wo du auch Perlen abholst. Ach, hier ist einfach eine scheiß Epidemie. Wie heißt, wie heißen die? Alto Barcilos. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Wundert mich jetzt nicht, dass die Insel Bacillus heißt, wenn hier eine Epidemie ist. So schlimm ist das doch nicht. So, alte Welt. Dahin. Auch wenn ich da langsam ein neues Kreuzschiff, hier ein neues Kreuzschiff wollte ich schon sagen. Elektro-Gedöns brauche. Mhm, und genau weg das. Mit euch. Wir haben nicht genug Ingenieure? Das Leben hier ist eher statisch. Warum? Warum haben wir 900 Ingenieure zu wenig? Ich habe nichts gebaut. Aufstand? Nö. Würde die Investoren betreffen. Haben wir vielleicht noch irgendwo eine Epidemie oder so? Ich habe hier nichts dergleichen. Hatten wir die nicht sogar am Ende noch zu wenig, weil du die Schmuckproduktion hochgefahren hattest? In des letzten Streams.
Eigentlich nicht. Wir sollten uns vielleicht mal Notizen. Ja, habe ich ja letztes Mal schon vorgeschlagen, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, aber wir sind schlauer als das. So. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Wir brauchen... Produktion läuft. Wunderbar. Okay, die kann ich mir liefern lassen. Und das Ding braucht irgendwie noch Strom. Warte mal. Ah, gut. Ich muss Felle mal umplatzieren. Wo haben wir noch Platz? Shit. Ich muss langsam mal die Hauptinsel ein bisschen optimieren und verbessern. Weil aktuell baue ich da halt immer wieder irgendein Kram ran und das war's halt. Bitte Strom? Ja, danke. Halleluja. So. Da brauchen wir noch Holz. Davon haben wir wahrscheinlich. Doch, haben wir sogar welche. Aber eh zu wenig. Freue ich mich, wenn wir endlich die Weltausstellung bauen können. Dann können wir nämlich endlich ein paar Items vernünftig farmen und bekommen auch ein paar. Da hat jemand eine Handelskammer gebaut. Der Aufstand ist weg. Der Aufstand ist weg. Auch wenn die Musik nicht weg ist, aber davon mal abgesehen. Ein Ort, an dem die Gedanken. So. Hauptsache Lager ist schon wieder fast leer. Apropos Lager fast leer. Wir sind nur noch bei 90.000. Na gut, wir produzieren wahrscheinlich noch nicht genug Schmuck. Die Straßen sind wieder sicher. Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon so viel Schmuck verbrauchen. Ne. Kommt wahrscheinlich einfach nur nicht genug an gerade. So. Wo mache ich denn jetzt mal weiter? Feuerwehr, haben wir hier tatsächlich eine gute Abdeckung. Da muss da irgendwo noch eine hin. Dann Polizei. Reicht es wahrscheinlich auch, wenn da irgendwo noch eine hinkommt. Nein, keine Uni. Krankenhaus will ich. Reicht auch da irgendwo. Was braucht man noch? Na gut, Bank wollen wir halt noch machen. Müsste ich hier denn irgendwo mit hinbauen? Boah, die Bank, die verbraucht einfach so viel Platz. Und da irgendwo mit hin. Ach, Strom habe ich vergessen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Man sieht, könnte ich eigentlich. Hier hinbauen. Wurde besiegt. So. Geht das? Ja, wunderbar. Ja. Wunderbar. Das hat funktioniert. Ja, jetzt muss ich nur gucken, dass ich alles hier abgedeckt kriege. Einmal die ganzen Wege weg. Jetzt geht die Fummelarbeit los. Oh ja. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein. Ah, ich könnte dich zum Weinen bringen. Nein, kannst du nicht. Nee, das gefällt mir nicht. So rum.
Ja, machen wir es so rum. Fehlende Waren. Ja, ich weiß, weil wir wahrscheinlich mittlerweile viel zu wenig Öl rankriegen. Oder? Ne, wir haben 1000 Öl. Warum denn fehlende Waren? Warum fordert der keinen Zug an? Weshalb nicht ein wenig vom täglichen Wahnsinn abgeben? Nö, braucht man nicht. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig. Hä? Hä? Ich verstehe irgendwie nicht, warum der keine Waren bekommt. Ballast kann. Na, kann er ja scheinbar nicht. Kann ich dir aktuell nicht sagen. Ich bin halt bei mir beschäftigt. Mir doch egal. Du kannst mir auch helfen einfach. Kannst aber auch sein lassen. Ja, aber dann kriegen wir weniger Geld. Wir haben so Geldmangel gerade. Ja, unser Tick ist echt miserabel. Ja. Besser, aber weißt du was? Erwartet. Einfach nur aus Prinzip. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Kap gehört jetzt auch uns komplett. Und jetzt kommen deine Totengräber. Ah, der wird uns wahrscheinlich auch Krieg erklären, oder? Daraus, was? Tatsächlich du nicht. Trägst die Nase so hoch. Eh nicht mein Problem dann. Ich kann es aber zu deinem Problem machen. Was hältst du denn davon? Wie willst du das anstellen? Ah, schaffe ich schon irgendwie. So, wo ist er denn? Da, was verkauft er? So, kaufen wir einfach irgendeinen Krempel. Und wieder verkaufen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Pinguin, bist du leer? Tatsächlich. Das Ding. Z einschmeicheln. Der Clou ist so. Es, in die richtigen Leute zu investieren. Crown Falls. Oh. Mobilisieren. Das ist die Pfannkucheninsel, die ganz große. Da ist gerade alles am Abfackeln. Auch wenn es weiter nichts ist. Ja, reicht ja auch. Mehr braucht man ja nicht. Daher war ein bisschen Schwunde sind wir. Jo. Wie viel hast du hier überhaupt hingebaut? Hast du alle Minen angeschlossen gefühlt? Nein, nicht ganz. Ich habe alle Minen angeschlossen. Nee. Eisen hast du nicht alle angeschlossen. So. Die Feierlichkeiten sind beendet. Also wäre auch ein bisschen viel, davon mal abgesehen, aber trotzdem. Es wird Zeit, dass die Leute wieder lernen, sich selbst zu versorgen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Stelle ich nicht so an, nahezu sicher, leicht erhöht. Anarchisten. Ach, stellt euch doch nicht so an. Wir nutzen, was wir brauchen und verstauen. Ich folge an. Steck dir dein vornehmes Gequatsche sonst wohin. Und was? Sie sind ein. Wir nehmen es. Du, leicht eingeschränkt. Ah, das gefällt mir. Wahrscheinlich. Ja, gut. Egal. Passt. Das ist die Flammen wurden gelöscht. So, jetzt kann ich wieder zur alten Welt. Weiter basteln. Also einige Häuser kriege ich hier tatsächlich noch rauf. So 200, 300 Stück wahrscheinlich. Dann go for it. Ja, ich bastel mir jetzt hier halt einen zurecht, dass ich... Ich staube doch nur mal, du bist ein echter Goldschatz. Ich muss jetzt halt quasi alles so zurecht basteln, dass ich möglichst
effizient die ganzen Sachen hier stehen habe. Mit möglichst wenig Wegen und sowas. Ich will sie nicht bestrafen, doch sie lassen mir keine andere Wahl. Ich will sie nicht bestrafen, doch sie lassen mir keine andere Wahl. Okay. Kann ich mit leben. Gerade so. Na. Ja. So. Polizei haben wir hier immer noch eine volle Abdeckung. Dann gehen wir erstmal nach oben. So, hier kriege ich ein Haus hin. Nun, halten Sie lieber die... Ah, Sie schließen sich der gerechten Sache an. Ja, wie mache ich das am besten? Ach, egal. Wir haben keine 100% Effizienz hier. Also haben wir nicht mal ansatzweise, aber davon mal abgesehen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, wobei. Ach, Schiff doch. Vom Stapel gelaufen. So kriege ich dann noch ein Schiffchen mehr hin. Die Luke vom Lager geht nicht mal. Das sieht aus. So. Ach egal, passt schon. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Motivation, wirklich bis aufs kleinste Feld das zu versuchen hier voll zu machen. Shit. Wo packe ich das denn mal hin? Da so? Nee, das ist doof. Da? Dann könnte das, glaube ich, noch reichen. Probier ich mal aus. Krankenhaus. War ja klar, dass das wieder nicht reicht. Oh, ich liebe ja die Gebäude, die einfach genauso groß sind wie die Häuser. Also wo man nicht irgendwie Lücken dann hat oder ähnliches. Brauchen wir die Goldminen? Also soll ich jede Goldmine anschließen in der neuen Welt? Für Geld ist es ganz angenehm. Auf Dauer würde ich sowieso nicht machen mit Vollversorgung. Das ist dann ein bisschen zu viel Aufwand, meiner Meinung nach. Machen kann ich's finden. Nicht das Problem. Ja, Problem ist auch nicht, das machen. Wir verlieren halt Kacheln dadurch, die man mit Feldern hätte füllen können. Ja, das ist nämlich auch das Problem. Okay. Lass es lieber sein. Ha, kriege ich so noch ein Haus hin? Shit, da kann kein Haus hin. Ha, dafür da haben wir noch. Wie ich hier einfach wirklich versuche, den letzten Flecken Land irgendwie noch zu voll zu machen. Würde ich auch versuchen. Shit, warum geht das nicht? Also, brauche einen Platz mehr. Kriege ich das vielleicht irgendwo noch sinnvoller hin? Mit welchem Recht tragen diese Trottel Uniformen und erzählen den Menschen, dass sie das Kraftwerk reicht da gar nicht mehr hin. Nicht mal ansatzweise. Shit! Nein, ich will hier nicht noch ein ganzes Kraftwerk mehr hinbauen müssen. Mist. Nein, bitte nicht.
Wobei, wenn wir die Minen mit anschließen am Strom, wäre, glaube ich, auch ganz geil, oder? Ich glaube, dafür kann man verkraften, wenn 4 Minen am Strom mit dran sind. Ja. Würde ich machen. Was sind denn das für Minen? Kohle, Eisen, Kohle. Und verlange nicht mal Lohn dafür. Boah, kann man machen. Ich bin zuversichtlich, dass die... Also, ich sag mal, spätestens wenn wir den Gerd haben, der dann halt Öl produziert, spätestens dann lohnt sich's, glaube ich. So, aber dann muss das Ding hier hin. Und dann müssen da irgendwie noch die Schienen mit hin. Einmal bitte wieder alles abreißen. So, nächster Versuch.